Liebe Abonnenten, aus der Serie Die größten Rechtsirrtümer, heute auch zum Thema KI und Arbeitsrecht, folgende These. Ist doch super. Ich kann mit der KI, wenn ich ein schönes Tool habe, gerade die unangenehmen Entscheidungen, wie kündige ich jetzt oder nicht, primär der KI übertragen. Soll die das doch entscheiden und am besten auch noch die Kündigung formulieren und aussprechen. Das geht so einfach nicht. Gerade diese komplizierteren Entscheidungen, die sollen und müssen dem Mensch vorbehalten bleiben. Und wir Arbeitsrechtler gehen auch davon aus, dass das auch die EU in gewisser Weise regeln wird. Sie wird also irgendwo Grenzen schaffen, dass keine automatisierten Entscheidungen getroffen werden können, da wo es sehr sensibel wird, da wo sehr weitreichende Entscheidungen für den Menschen getroffen werden. Aber natürlich im einfachen Direktionsrecht, eine Vorgabe, wie ist eine Aufgabe auszuführen, das kann eine KI gut tun und kann auch große Entlastung im Alltag bringen und Dinge einfach auch optimieren und vereinfachen.